Vlog. Also, Update. Oh, ziemlich dunkel hier. So. Garantieaustausch kam zurück. Ich habe statt einem 11er jetzt einen 12er Netzteil. Ich habe das damals ziemlich schnell reingezimmert in meinen Case. Für die Leute, die es interessiert, das Dark Power 11 hat 5 Jahre Garantie und das hier 10 Jahre. Ich habe aber bloß die 5 Jahre Garantie, auch wenn ich jetzt das 12 habe. Wenn das jetzt wieder kaputt gehen sollte, in den letzten 2,5 Jahren Restgarantie circa, kriege ich also nochmal eins. Wenn es danach kaputt geht, muss ich mir eins kaufen. Aber mit 10 Jahre Garantie würde ich mir sogar eins kaufen wieder. Das ist doch ganz human. Weil wenn es in 10 Jahren kaputt geht, mein Gott, na, irgendwann sollte man die sowieso austauschen, die Dinger. Genau, mein PC von hinten. Genau, Klappe zu, Affe tot, sagt man ja. Und dann habe ich mir heute noch was gekauft. Kann man eigentlich schon mal einschalten, weil man will ja gleich zocken. Aus der Kindheit quasi. Ich habe den schon mal gehabt. Windows 95, Diskette und CD-ROM. Ein Spiel ist dabei, das kenne ich nicht. Aber ich habe irgendwie gerade voll Bock, da mal reinzuschauen, wie das Game so ist. Aber ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Schauen wir mal rein da in die Kiste. Okay, oh, was ist das? Ich glaube, das ist das Microsoft-Game. Man sieht halt hier nicht viel, oder? Muss ich ja mal installieren. Schauen wir uns an. Ja, ich würde mal sagen, das ist eher fällt unter Schmutz. Oh, das schaut aber ganz original aus. Ist das echt so streifig? Das haben sie doch selber ausgedruckt, oder? Das ist Originalspiel. Scheint original zu sein. Okay. Das ist trotzdem schon mal ganz cool. Dann. Das hatte ich auch schon gehabt noch. Treiberdiskette. Das Handbuch. Das Zeug habe ich nicht gehabt. Der Joystick. Gleich. Die Z-Achse, die Coolie hat. Fühlt sich jetzt nicht so extrem ausgenackelt an, eigentlich fühlt sich ganz straff an, da war meiner schon kaputt. Nice. Genau, dann werde ich gleich mal meinen Retro-Rechner anschließen und schauen, was der so macht. Also, ich hab Bock. Ist schon angeschlossen. Ich muss schauen, ob er funktioniert. Dann müssen wir erstmal in die Systemsteuerung. Spieleoption hinzufügen. Und ich glaube, bei Windows war der Microsoft Joystick. Genau, da ist er doch schon. Bam, Alter. Komm, sag okay, bitte, 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 bitte. Nicht verbunden. Nein! Ich habe den hinten angeschlossen. Im Standard Gameport bin ich eigentlich nicht. Okay. Bin ich in Direct Connect oder muss ich umschalten? Wie war das? Geht das jetzt besser? Ah ne. Da muss ich das MIDI Interface abstecken leider. Oder er ist kaputt. Das kann natürlich auch sein. Das wäre ziemlich schade eigentlich, aber testen wir einfach mal, ob ich hier Keen drauf. Jo! Oh, das schaut furchtbar aus von der Farbgebung her. Okay, aber es ist, ich komme rein schon mal mit dem Joystick. Hat aber irgendwas erkannt. Use Joystick Number 1. Und Button Number 2. Perfekt. Oha, das geht ja schnell.
Das ist, glaube ich, nicht so schön zum Spielen. Aber es geht ja bloß ums Prinzip, dass er funktioniert. Ist jetzt besser? Warum schaut das so schlimm aus im Windows hier? Furchtbar. Die Farbgebung ist jetzt echt nicht gerade der Burner. Nee. Wie war das jetzt? Okay, aber wie mache ich denn Feuer? Two-Button-Firing und was dann anders, oder? Das erste Level spielen wir durch ohne zu schießen, komm! Das schaffen wir leicht. Also Joystick geht schon mal, nice, scheiße. Okay. Dann stecke ich den nochmal dazwischen in den Controller rein, weil dann brauche ich mein MIDI-Interface nicht abstecken, das bei mir persönlich liebe. Ich hoffe, man hört mich noch. Dann würde ich sagen, Need for Speed brennender Asphalt. Setup ist schon abgeschlossen. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal original. Erstmal hier Fenster kleiner machen. Hier. Original ins Spiel. Oh, ist okay, ist erkannt worden. Nice. Safe Disk. Oh. Sehr cool, Kopierschutz. Du, die ist original, also frisst die. Okay. Dann müssen wir hier bloß noch den Joystick einstellen. Controller. Der Joystick, da haben wir es da schon beschleunigen. Gehen wir einfach. So, und Bremse. Ich habe keine Ahnung. Ja, rückwärts fahren. Obwohl, ich kann da Bremse rückwärts nach hinten machen. So, das reicht mir schon. Dann haben wir ein schönes Gaspedal. So bin ich früher mal gefahren hier. Ja, also nochmal so ein Einzelrennen hier. Können wir mein Auto. Oh, dann nehme ich mein Lieblingsauto. Wunderbar. Geiler Shit. Drei. Zwei, in die Kamera. Eins, los! Okay. Ach du Scheiße, ich glaube, ich will dir auf den Knopf Gas geben. Scheiße. Soll ich es auch so zermassen? Aber mit Joystick kannst du einigermaßen fahren. Hat das Reset? Aber dann bremsen nach hinten oder was? Okay, es ist doch nicht fahrbar. Weil es war einfach zu sehr verblendet hier. Aber er geht. Schon mal. Warum ging es ja nicht mehr? Alte vier Games? Geht nicht. Okay, dann gehen wir einfach auf Verlassen. Und System. Und dann probieren wir das andere Spiel mal aus. Mich juckt das irgendwie voll, was das für ein Game ist. Spiel installieren und ab dafür. Die Billigspiele, da schaue ich jetzt echt nicht rein hier, weil ich will ja nicht geschert sein, aber. Before continuing, close any open applications. Oh, mein geheimer Code. Ist mir egal, wenn ihr den seht. Machen wir easy. Warum? Ach, machen wir normal. Ich kenne andere, die spielen auf easy. So. New game. Ich weiß nicht, was ist halt New game, okay.
29th century. Das interessiert mich nicht. Ja, Mann, das schaut aus wie ein Spiel. Piu, piu. Boah, was ist denn das? Counselor, I'm Ambassador Cho. Schon wieder ein Video. Wir wollen deine Videos. Boah, hier, die sind für Arme, oder? Boah, aber geil, das fühlt sich gut. I am programmed to assist you in securing coalition victory. I will guide you through every battle, but winning the war is up to you. Da ist ein Gegner. Machen wir kaputt. Bam, Alter. Nicht weit ist es auch nicht gerade zu bewahren. Ne? Kann die eigentlich kaputt gehen? Okay. Ich erinnere mich irgendwie an diesen. Oh, das war doch ein Feind, oder? Wo bist du? Oder bin ich hier drin? Ja, das ist doch. Bam, Alter, weg mit dir, ey. Piu, 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 piu. Ah, es gehört dazu, oder was? Muss ich auch die Radar destroyen? Geiler Shit. Wenn ich die destroyed habe. Destroyed ist destroyed. Bam, bam, bam. Gibt es ja eine sekundäre Waffe? Oh, das ist Turbo, oder? Weapon energy low. Oh. Oh, das ist krass, ey. Ich will das Ding hier. Das bockt schon irgendwie. Okay, jetzt bin ich wieder. Danke fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Ein Abo oder was auch immer. Ein Kommentar sowieso. Und peace out. Servus.